Zuletzt bei Mario und Luigi Abenteuer Bowser. Wir nutzten die Zeit kurz vor dem Finale, um noch weitere wichtige Schritte zu den 100% zu machen. Wir sammelten alle Blöcke und Bohnen ein, welche uns in den bisher bereisten Kartengebieten noch gefehlt haben. Und wir besuchten die, ja, sehr sexuell angehauchte Block-Tilde und sammelten dort mit Bowser 4 Goldmedaillen für seine Schergenattacken. Jetzt steht dem Finale aber wirklich nichts mehr im Wege. Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Tag und willkommen zum Beginn des Finales von Mario und Luigi 3. Wir müssen jetzt erst einmal ganz kurz überprüfen, ob es Bowser und Mario auch gut geht, beziehungsweise Mario und Luigi, ne, dass sie die einmal hier frisch machen. Ich habe hier immer noch so ein paar Gammel-Items von meiner 100%-Tour letztes Mal, die mich immer noch sehr schockiert hat, wie nervig die war. Ihr habt mir in den Kommentaren gesagt, dass ich mir manche Dinge ein bisschen hätte erleichtern können, aber naja, so im Endeffekt, es bleibt dabei, dass das Spiel fürs 100%-Komplettieren nicht sehr zugänglich ist. So, aber wir füllen jetzt hier einmal alles auf, dass es denen gut geht. Ich muss noch mit Käse jetzt Bowsers Punkte auffüllen. Ja, so, und dann passt das Ganze. Ich glaube, wir haben ja Bowser auch sein Item weggenommen, mit dem er sich selber tötet, sobald einmal nicht was auf Exzellent landet. Genau wie der Hörnerboost, Feueratem. Also wir müssen dran denken, häufiger mit Feuer anzugreifen, weil unser Feuer jetzt gut gepusht wird. Und Kraftarmband, was sowieso unseren Angriff massiv erhöht. Mario auch mit dem brutalen Bartboost mit erhöhtem Angriff und einfach nochmal der Boost auf tolle Treffer. Also wenn wir mit einer Paar-Attacke oder mit einer Bro-Attacke einen Tolltreffer landen, dann schallert's massiv. Und Luigi ebenfalls mit dem Angriffsboost und der sehr hohen Verteidigung und ebenfalls erhöhter Angriff. Oh, wenn ein Gegner besiegt wird, okay. Ja, das könnte vielleicht gar nicht so schlecht sein, wenn ein Boss vielleicht so kleine Vasallen beschwört. Das passiert ja doch häufiger mal. Also ich glaube, wir sind ganz gut ausgestattet. Und wenn ich mich jetzt hier recht erinnere, wir müssen immer noch einige Blöcke sammeln. Mir fehlen noch 12 Blöcke im Pilzpalast. Also so ganz die 100% haben wir noch nicht. Wir sind super knapp davor. Aber wir müssen jetzt, glaube ich, in den Thronsaal und dann hier rüber, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oh ja. Oh, hier passiert was. Hallo. Wo bist du? Finstersternchen, komm her. Finstere Kraft, wo bist du nur? Hey. Ich hab Schrecken. Du bist noch da? Krankfried hasst dich! Pah! Mit so billigen Gegnern kriegst du mich nicht. Was glaubst du, wer ich bin? Ich bin Bowser. Und ich bin Krankfried, Herrscher der Welt! Das wird dir in 100 Jahren nicht gelingen, Bro. Ich hab Kichern. Du unterschätzt Krankfried, der eine Maschine zum Absaugen der finsteren Kraft hat. Noch habe ich erst die Hälfte abgesaugt, aber für dich reicht es allemal. Du hast mir übel mitgespielt. Genau wie die roten und grünbösen Männer, die ich hasse. Krankfried hasst eure Fratzen. Vergleich mich auch nicht mit Mario, Mann. Aber jetzt? Jetzt ist Schluss. Oh boy. Bowser, spüre Krankfrieds Zorn. Oh boy. Und ich vermute, das ist quasi das Finale für Bowser. Ich schätze, wir werden jetzt noch einen finalen Kampf mit Luigi haben, mit Mario und Luigi haben und einen mit Bowser. Und ich vermute, dass das Finale für Bowser ist. So, wir starten direkt mit dem Feueratem, weil ich auch sehe, dass der Kollege aus zwei Teilen besteht, nämlich seinem Helm und ihm selber. Okay. Warte mal. Okay, das habe ich jetzt nicht ganz kapiert. Hätte ich die boxen müssen? Ich hätte wahrscheinlich die Sterne boxen müssen, ne? Okay, aber ich stehe wieder, das ist schön. So, aber ich kann ihn nicht treffen, weil er wegfliegt. Dann würde ich sagen, droppe ich einfach mal eine Schergenattacke. Ich weiß nicht, sollen wir einfach mal die Raufdogge nehmen und gucken, was passiert?
Komm, Freunde. Nein, ich hätte seinen Helm angreifen müssen. Verdammte Axt, ich habe wieder seinen Körper angegriffen. Und ich glaube, wenn man das tut, dann fliegt er weg. Ich glaube, man muss wirklich explizit seinen Helm angreifen, glaube ich. So, jawollo. Oh nein, Mann, wir treffen. Oho. Sehr geil. Holy shit, die Tolltreffer. Habt ihr gesehen, wie viele Tolltreffer das waren? 500 Damage. Wow. Geil. Okay, aber er heilt sich wieder komplett. Alles klar. Wir müssen den Helm angreifen. Ich verstehe. Ich liege schon wieder auf dem Boden. Warum bringt er mich denn mit allem, was er tut, auf den Boden? Okay, passt auf. Dann machen wir das gleiche nochmal. Aber diesmal greifen wir seinen Helm an. Und wenn wir die Raufdogge, ne, diese frische neue Attacke, die wir durch die Blockkatzen bekommen haben, wenn wir die jetzt nochmal auf Exzellent hinkriegen, ne, das ist ja ganz, ganz, ganz stark. So. Ich glaube, das müsste passen, ne? Jawollo. So, jawollo. So. Zack. Und jetzt hier. Toll, 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 toll. Yes. So muss das 700 Damage auf dem Helm. Nee, aber jetzt heilt er sich auch wieder. Ich dachte, ich hätte seinen Helm angegriffen. Ich bin verwirrt, Freunde. Okay. So, man sieht immer oben, wo er was reinwirft. Okay, das war in Ordnung. Das Ausweichen war in Ordnung. So, aber jetzt ist sein Helm weg. Und jetzt kann ich ihn einsaugen. Oh mein Gott. Wir können Krankfried... Nee, wir können seinen Helm. Wir können seinen Helm zu Mario und Luigi schicken. Ui. Freunde, das ist wichtig und richtig. Und da kriegt der Kollege jetzt erstmal einen ganz, ganz dicken Sternmix ab. Alles klar. Wie gesagt, es ist, Freunde, es ist ein Mario und Luigi Bosskampf. Und Final Boss Fights in Mario und Luigi Spielen darf man nie unterschätzen. Also ich war früher immer so nach dem Motto, ja, das ist jetzt der Final Boss Fight und ich muss jetzt bewusst nicht meine OP-Attacken nehmen, weil sonst kriege ich aufs Maul. Freunde, Bosse in Mario und Luigi Spielen muss man immer zu 1000% ernst nehmen. Ansonsten wird das gar nichts. Und deswegen feuer ich wirklich alles raus, was geht. Oh mein Gott, die Tolltreffer. Holy shit. 326 Damage auf dem Helm. Das ist schön. Und Luigi kommt gleich hinterher mit der Teleporttür. So, da muss ich mich jetzt super konzentrieren, dass ich die hier gescheit hinbekomme. Aber auch damit, ich brauche viele einzelne Attacken, weil über viele einzelne Attacken können wir nämlich viele Tolltreffer farmen. Na, wenn man nur eine einzelne Attacke hat, dann kann die toll oder nicht sein. Und wenn die nicht toll ist, dann verschwendet man viel Potenzial. Also, oh, jetzt habe ich mich verdrückt. Also gerade diese Attacken, die aus vielen einzelnen Moves bestehen. Oh mein Gott. Ich mache wirklich viele Tolltreffer. Ich mache wirklich, wirklich viele Tolltreffer. Nochmal 430. Okay, der hat jetzt Mario eingesaugt. Okay, muss ich auf ihn draufhüpfen? Ich weiß es nicht. Ich hüpfe mal früher. Ja, ich kann auf ihn draufhüpfen und damit Mario befreien. Okay, und seine Verteidigung ist gesenkt. Passt auf. Da machen wir weiter. Freunde, Kreiselröhre. Na, schön alles droppen, was wir haben. Und ich hätte meinen Orden einsetzen müssen. Damit, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst. Ich bin so hohl. Ich verdiene diesen Kampf nicht. Ich verdiene es nicht, in diesem Kampf irgendwas zu reißen. Ich sag's, wie es ist. So. Schön wieder die BP-Aufladung. Und Freunde, ich spiele bewusst mit den Orden, die ich habe. Weil Leute in den Kommentaren immer ein bisschen sauer sind. So nach dem Motto, warum spielst du den und den Orden? Ich spiele sie bewusst, Freunde. Weil ich lieber viele kleine Aufladungen habe, als ewig lang auf eine große Ordenaufladung zu grinden. Ne? Ich habe das Spiel schon verstanden. Nein! Und dann mache ich sowas. Na, ich lasse mich hier triggern. Ich lasse mich hier von euch triggern, Freunde. So, oh, er zieht mir die Brüderattacken ab. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay, jetzt brauche ich die maximale Power von den Sprungattacken. Das darf nicht sein. Der zieht mir die Brüderattacken ab. Oh, was ein Crap. Ich hätte einfach mehr Damage davor droppen müssen. So. Mario, Luigi, Luigi, Mario. Okay. Sehr geil. Mario, Mario, Luigi, Luigi. No Hit, Freunde. So muss das. Ich traue mich nicht mit einem Hammer anzugreifen, weil dieser Helm schwebt ja. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der meinem Hammer einfach ausweichen würde. Aber wir kriegen unsere Brüderattacken wieder. Und da sagt Luigi nicht nein. Und jetzt will ich hier nochmal einen gescheiten Pardots mit dir haben. Bitte. Der ist echt nicht schwer zu timen. So.
Mhm, jetzt nach hinten. Das war auch ein Tolltreffer. 158 Toll. Also, man merkt bei Mario die hohe Anzahl. Und noch ein Tolltreffer. Wow. Und nochmal ein Wundersirup hinterher. 466 Damage. Und der Helm ist kaputt. Wir haben den Helm zerstört. So wichtig. Oh, warte mal. Da muss ich jetzt, glaube ich, boxen, ne? Nee, Moment. Ja, das hat funktioniert. Okay. So, jetzt macht er wieder seine... Ja. Mhm. Das hat auch geklappt. Ich komme ganz gut rein. So, und jetzt kriegt er auch von mir eine wunderschöne Steigenattacke. Und zwar jetzt die Karmic-Formation, Freunde. Die habe ich nämlich geübt bei Blocktilde, oder wie die freundliche Dame hieß. Ne, die wir massieren mussten, ne? Da bin ich nun ein bisschen besser geworden. Und es ist kein Exzellent. Ah, ich könnte heulen. Egal. Ja, das waren in Anführungszeichen nur 370. Das hätte mehr sein können. So, die Attacke kennen wir mittlerweile. Mhm. Ich schaue tatsächlich nur auf den Screen, wo er ist. Und schaue einfach, in welches Loch er quasi seine Attacken wirft. Und ich darf direkt nochmal. Okay, aber meine Dingpunkte sind aufgebraucht. Das ist ärgerlich. Passt auf, ich feuer jetzt einfach mal hier einen Feueratem raus. Höhöhö. Ich meine, ich habe ja die stabilen Glutbeißer. Er ist halt 107. Ist jetzt nicht schlecht. Aber könnte halt wirklich deutlich besser sein. So, jetzt muss ich aufpassen. Verdammte Axt. Okay, ich glaube, ich nutze die Runde zur Heilung, Freunde. Ich nehme eine Käsekeule. Damit regeneriere ich ja quasi beides. Na, oh, füllt vollständig... Was? Das ist eine vollständige Heilung von beidem. Wow. Okay, das ist stark. Und ich darf nochmal? Oha. Ja, da sage ich nicht nein. Okay, machen wir Koopa-Keile. Come on, probieren wir es. Ich nehme auch meinen 3DS wieder aufrecht, wie ich es bei Blocktilde gelernt habe. Also ich habe wirklich so ein bisschen gelernt, mit Bowsers Attacken quasi umzugehen bei Blocktilde. So, ja. Ich habe keine Ahnung, wie viel Damage wir machen. Ich kann es wirklich gar nicht einschätzen. 228, na, das ist die Karmic-Formation, macht halt viel mehr Damage. Also viel mehr, ne? So. Mhm. Geil. Okay, es geht weiter. Ah, jetzt hat das am Ende geswitcht. Er hat die Portale geswitcht. Ich hab's nicht mitbekommen. Ah, du kleiner Sohn. So, jetzt kriegst du aber noch meine Raufdogge ab. Meine erste Raufdogge hast du erfolgreich geheilt, ne, durch deinen Helm. Aber jetzt hast du deinen Helm nicht mehr, Kollege. So, und ich werde den jetzt putzen wie ein Profi. So, oh, das ist kein Exzellent. Oh boy. Der hat irgendwie das nicht so gemacht, wie ich das wollte. Oh mein Gott, ich muss das auf Exzellent schaffen, sonst macht das gar keinen Damage. Oh, Digi. So, hier muss ich jetzt wieder aufpassen, wann der Meister ankommt. Immer noch nicht. Ich glaube jetzt, oder? Hä? Okay, ich muss sagen, ich verstehe die Attacke nicht ganz. So, wieder aufpassen. Und auch jetzt aufpassen, wenn er dann gleich die Portale vielleicht wieder tauscht, ne? Jetzt. Yes! Okay, das lief besser. So, kriege ich bitte nochmal so eine Blockdogge hin. Und zwar eine bessere. Das kann ja nicht sein. Raufdogge heißt sie, Entschuldigung. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass auch der hat nicht ganz erkannt, wo mein Touchscreen war, ne? Ja, 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 ja. Das sieht gut aus. Oh mein Gott. Und jetzt kommen halt die ganzen Kleinen, ne? Sehr wenige Tolltreffer. Finde ich nicht so schön, aber 500 Damage. Das ist schön. Oh, und er wird wütend. Okay, okay, er wird wütend. Euer Kampflustigkeit, dieser Angriff scheint gefährlich zu sein. Wir können nicht zulassen, dass sich etwas geschieht. Überlasst es uns, Goombas. Wir stürzen uns auf ihn und halten ihn für euch auf. Das ist nichts für euch. Bitte, lasst uns angreifen. Okay. Okay. Instant Game Over. Hä? Was? Och, come on.
Du, also als Blindspieler hast du gar keine Chance, diesen Angriff irgendwie zu verstehen. Ich habe das ja noch nie gesehen. Und du kannst zwei Goombas irgendwie schleudern. Und wenn das nicht klappt, gehst du Game Over. Cool. Geil. Cooles Boss-Design. So, Freunde, da sind wir wieder. Ich weiß nicht, muss ich irgendwie... Ja, ich muss das irgendwie... Ich muss ihn treffen. Aber das ist irgendwie nicht so einfach. So, aber diesmal hatte ich volle Leben. Und jetzt habe ich vielleicht ein bisschen bessere Chancen. Ich weiß es nicht. Aha, okay. Jetzt konnte ich dem ausweichen. Schön. So, alles klar. Damit bin ich doch schon mal zufrieden. Und ich glaube, dann nutze ich das jetzt mal. Und heile mich erstmal wieder voll, weil ich nicht weiß, was der Kollege sonst noch droppt, ne? So. Jetzt macht wieder das. Das kennen wir mittlerweile. Alles klar. So. Schön aufpassen. So, jetzt ist es gespiegelt. Genau. Ich bin sehr zufrieden. Und vor allem, weil er so lange angreift, heißt das auch, dass er echt wenig Leben hat, ne? Weil je weniger Leben er hat, desto häufiger und desto mehr greift er an. Also er zeigt damit quasi nur Schwäche. So, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt, aua. Ui, jetzt hat er mich irgendwie getroffen. Also ganz habe ich den Angriff immer noch nicht verstanden. Aber nicht so schlimm. Der Kollege kriegt jetzt erstmal eine weitere Raufdogge in seine hässliche Krankfriedfresse. So, let's go. So, zack, 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 zack. Wunderbar, das sieht mir nach einem richtig schönen Exzellent aus. Oh yeah. So, und jetzt gebt ihm, Freunde. Gebt ihm! Geil. 486 Damage. Das schmeckt so. Oh nein, er macht nochmal das. Ja? Ja? Oh mein Gott, ich konnte es abwehren! Ich konnte es abwehren! Jawollo! Oh, das war der falsche Knopf. Wichtig und richtig. So, jetzt ist wieder gespiegelt. Mhm. Oh nein, jetzt war es wieder gespiegelt, ne? Ja, okay, okay, okay. So, jetzt ist die Frage, Freunde. Oh ja. Ich wollte sagen, gehen wir auf Nummer sicher. So, jetzt muss ich mal aufpassen. So, jetzt schickt das, glaube ich, dann wieder in meine Nähe. Ne, genau, hier ducken. Und dann, hä? Aber, also manchmal kann ich die irgendwie boxen. Und manchmal nicht. Also, so ganz, muss ich ehrlich sagen, verstehe ich es noch nicht. Ne? Muss man jetzt auch einfach mal so zugeben. Da fehlt mir, glaube ich, noch ein bisschen das Verständnis, wie das hier alles funktioniert. Aber, vielleicht schaffe ich es ja noch irgendwann. Also, ich muss mich halt manchmal unter denen wegducken. Ja. Und dann kann ich es boxen. Aber vorhin habe ich auch geboxen, habe ich aus dem Maul bekommen. Naja, was soll's. Komm, wir machen nochmal eine Kamek-Formation. Diesmal aber bitte auf Exzellent. Ich finde, das habe ich mir verdient. So, auf geht's. Auf geht's. Mhm. Ja, die um die Kurve sind immer ein bisschen tricky. Wunderbar. Ein schönes Exzellent. Aber es sind halt nur 300, ne? Jawollo, das war's. Oh man, ich habe vorhin einfach nur an dieser einen Attacke versagt. Oh, die dann als Glücksspiel, als Blindspieler halt auch nicht kommen siehst, ne? Mario und Luigi kriegen 200 Erfahrung und Bowser einfach 7000. Und es reicht bei Bowser, glaube ich, nicht mehr für mein Level ab. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Oh, schön. Okay. So, Luigi. Nee. KP soll es, glaube ich, nicht werden. Oh, aber bei BP sehe ich eine 4. Ist aber leider nur eine 3 geworden. Aber auch die nehme ich gerne. Let's go. So muss das. Oh. Ich habe Zorn. Was ist das? Ist das jetzt ein Krankfried-Parasit? Zorn? What the hell? Was ist das denn? Armselig. Okay. Du hast es Krankfried gezeigt. Boah, so einer ist doch kein Gegner für mich. Nun, vielleicht gibt er jetzt endlich Ruhe. Aber da fällt mir ein, Krankfried hatte die finstere Kraft eingesaugt, oder? Ja, sah so aus, ne? Und? Wenn das so ist, dann habe ich ein schlechtes Gefühl. Ein schlechtes Gefühl? Krankfried und Finsterbowser haben beide finstere Kraft in sich. Wenn Finsterbowser Krankfried einsaugen würde, dann wäre die finstere Kraft wieder vollständig. Jetzt hat er dich nur kopiert, aber wenn noch die finstere Kraft dazu käme...
Das könnte tatsächlich ungemütlich werden. Allerdings ist er nicht mein Problem. Ich glaube doch. Da. Und er hat ihn direkt gefunden. Er hat ihn direkt gefunden. Und da kommen noch Beine dazu. Er materialisiert, er ist kein Geist mehr. Holy shit. Endlich. Ich spüre, wie die finstere Kraft mich durchfließt. Da ist ein Weg hinter dem Thronsaal? Halt! Verflixt! Was ist? Nein, Finsterbowser hat Krankfried. Ja, meine Kopie hat Krankfried verschluckt. Du hattest recht. Oh nein, jetzt ist die Kraft wieder vereint. Jetzt hat Finsterbowser deine Kraft und noch dazu die finstere. Das ist wirklich ziemlich übel. Aber wir haben keine Wahl. Holen wir uns Finsterbowser. Eigentlich interessiert mich der Kerl überhaupt nicht. Ich bin nur die finstere Kraft und die Prinzessin. Oh boy. Ist jetzt hier dann direkt das Finale? Okay, wir kriegen nochmal Blöcke. Das ist interessant. So, Ultrakeule. Aber wir kriegen halt nur Items für Bowser, ne? Muss Bowser nochmal ran? Ich werde jetzt mal die Chance nutzen und ihn heilen. Und vielleicht das gleiche dann auch nochmal für Mario und Luigi machen. Ich meine, die haben jetzt in meinem zweiten Try, ihr seht es, die haben 7 KP verloren und ein paar BP verbraucht. Also der Helm war jetzt kein so starker Gegner, aber man weiß ja nie, was passiert, ne? Man bereitet sich mal aufs Schlimmste vor. So, zweimal Käse, wunderbar. Uns geht's wieder top. Und ich habe keinen Schimmer, Freunde, was mich hier jetzt gleich erwartet. Wir werden es beim nächsten Mal sehen, wenn es mit dem Finale von Mario und Luigi Bowser's Inside Story weitergeht. Danke fürs Zuschauen. Großes Dankeschön noch an Hygris Ski, JT90 und Lord Dark Flu für euren dicken Support. Thanks, guys.